Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 und hier zu König Albrecht, Hochkönigreich von Schweden, ihr Lieben. Jo. Worum wir uns so ein bisschen kümmern müssen, ist hier nochmal das im Auge behalten, wie das hier mit den Vasallen ist. Eine gewisse Unzufriedenheit ist da. Ich werde hier natürlich nochmal weiter versuchen, mit Geschenken das irgendwie so ein bisschen zu beeinflussen. Das schauen wir uns nochmal so ein bisschen an. Ja, beschenken wir mal die Leute, die man noch einigermaßen beeinflussen kann. Viele von denen hatten wir ja schon bereits beschenkt. Das soll uns aber jetzt nicht dran hindern, hier weiterzumachen. So. Die können alle noch beschenkt werden, auf jeden Fall. Und dann hatten wir auch noch weitere Sachen vor, die wir in dieser Folge angehen wollen. Sind echt so neue dazugekommen, habe ich den Eindruck. Hier dürfte das ja Geschenk erhalten. Geschenk erhalten. Also das sieht alles noch dementsprechend aus. Dann werde ich jetzt nochmal Folgendes machen. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass zumindest, sagen wir mal, unser Reichsgode mit uns gut ist. Also Beeinflussung, wenn wir hier erstmal weitermachen. Dann versuchen wir hier zum Beispiel bei Oberhäuptling Baevi irgendwie so ein Druckmittel zu fingieren. Und bei Oberhäuptling hier von Smaland. Das lassen wir erstmal so. Und wir werden natürlich nochmal schauen. Wir haben hier nochmal Mathilde kann einen Vormund erhalten. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge schon versucht einzufehlen. Da warten wir nochmal ein bisschen. Champions laden wir nicht ein. Die ganzen Sachen, die hier sind, zum Beispiel Stalker kann eingekerkert werden. Da werden wir nochmal schauen müssen. Insbesondere, weil wir hier schwedisches Gebiet auch unter unserer direkten Kontrolle haben wollen und nicht bei so einem fremden Königreich. Dementsprechend werden wir jetzt uns auch darum bemühen, ja, dass wir das auch regeln. Laufende Wahlen sind klar, darum werden wir uns noch kümmern müssen. Und ja, wir werden mit Stalker mal anfangen. Da er als Verbrecher gilt, wird sich da niemand einmischen. Wir versuchen ihn mal einzukerkern, ihr Lieben. Dann bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ob er ablehnt oder nicht. Das wird schon mal eine interessante Geschichte. Ja, er lehnt ab. Sammelt die Truppen. Dementsprechend werde ich immer unser Sammelpunkt mal hierhin verlegen. Und ich habe jetzt mal bei den Champions einfach alles genommen, was irgendwie über 8 ist, weil wir keine Champions einladen können, damit wir hier so ein bisschen was haben. Egal, ob König oder nicht. Das war mir dann in dem Sinne egal. So, erstmal das Kriegsvolk ausheben. Das Kriegsvolk ist da. Er bildet unsere Tochter aus. Sehr schön. Das hat mir vor dieser Folge schon mal veranlasst. Dementsprechend, ich will hier auch nochmal alle ausheben, sodass wir haben ja so einen Gegner mit 1700 Mann. Eigentlich ist das viel zu viel, ne? Also ich werde hier dann, nachdem es irgendwie 6000 Mann sind, werde ich das auch lassen. So, das langt. Ich werde hier jetzt das mal aufheben. Hier auch bitte auflösen. Hier soll erst gar nicht mehr zusammengetrommelt werden. Und so, die Armee steht hier jetzt. Dann nehmen wir unseren besten Befehlshaber und fahren schon mal rüber. So, Verbündetes Feines tritt bei. Das ist irgendwie so ein unwichtiger Häuptling hier unten mit seinen 745 Mann. Der wird da nicht viel ausrichten können. Das müssen wir hier weiter im Auge behalten.
Unser Cousin greift ein. Was macht er denn? Er greift Polaschk an. Ja, hier unten irgendwas soll er machen. Schadet nicht. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Schauen wir mal, wie wir das mit dem König Stajka hier jetzt managen. Auf jeden Fall wird schon mal die Hauptburg belagert. Komplott aufgeflogen. Die Existenz meines Komplotts gegen Oberhäuptling Ahn fast Druckmittel fingieren. Gegen ihn Druckmittel fingieren ist aufgeflogen. Verflucht. Ja, wir lassen es mal trotzdem weitermachen. Ja, das ist hier echt nervig mit den Leuten. Hier laufen wir gerade wieder Gefahr, dass das hier kippt, ne? Deswegen weiter beschenken eigentlich. Wobei das scheinbar nichts bringt, ne? Die haben alle schon Geschenke erhalten. Ja, wir müssen dran festhalten, ne? Und müssen das weiterhin beobachten. Gibt es denn andere Möglichkeiten, noch irgendwas zu machen? Wir könnten natürlich wieder ein Festmahl und so veranstalten. Müssen wir mal im Auge behalten. Was ich hier machen muss, ist... Oh, das passt ja eigentlich. Die ganze Armee kann hier belagern. Nicht verkehrt, das passt. Bauernaufstand gegen Vasallen, okay. Das müssen wir hier nochmal irgendwie beobachten. Kann ich ihn denn hier irgendwie nicht erpressen? Hier läuft's ganz gut. Cousin wird angegriffen, alles klar. Wir könnten Hausmitglieder in unseren Krieg rufen, aber... So, bei der Tätigkeit haben wir nur über den Tempel guten Ture irgendwas. Es gibt keinen Grund. Nee, also da machen wir jetzt nichts. Wir suchen da mal weiter. Lass noch mal ein bisschen schneller laufen. Ich hoffe mal, dass das hier abnimmt irgendwie. Sviecie wird belagert. Das sind die Feinde, naja. Bauernaufstand gegen Vasallen. Ja. Wir müssen hier das erstmal zu Ende bringen. Nachbarschaftskrieg entschieden. Sehr schön. So. Druckmittel fingieren. Was haben wir hier herausgefunden? Okay, jeder ist irgendwann einmal nackt. Ja, das kenne ich, glaube ich, schon. Hatten wir schon mal gehabt. Der schwierige Teil ist es, die Truppe Jongleur genau zum richtigen Zeitpunkt in die Gemächer von Oberhäuptling Baeivi kommen zu lassen und dafür zu sorgen, dass genug Diener anwesend sind, die über das daraus resultierende Chaos tratschen. Ich nehme an, Baeivi würde alles tun, damit ich die sicherlich entflammten Gerüchte nicht noch zusätzlich anheite. Ja, dann schicken wir die mal rein. Oh, wir haben so eine fingierte Geschichte gegen ihn erhalten. Er müsste hier ja rausfliegen, ne? Genau. Den haben wir jetzt in der Hand. Den haben wir jetzt in der Hand. Das ist gut. Dann werde ich, ja, weiterhin mal schauen, dass ich mal hier die Leute beisammen halte. Und zwar 2, 5, 2, 3. Das, dann wäre doch hier der Herzog von Flandern nochmal so eine gute Möglichkeit. Der Herzog von Flandern. Da werde ich mal auch wieder Druckmittel fingieren. Damit wir hier echt mal Ruhe in der Kiste haben. Und jetzt fahren wir auch mal
runter, um hier diese Belagerung aufzuheben. Eine Fraktion, die sie... Ach, was? Die ganze Fraktion hat sich aufgelöst? Sehr schön, sehr schön. Unser nächstes Ziel wird es natürlich sein, dass wir irgendwie halt diese Wahlen so dermaßen manipulieren können, dass unser ältester Sohn unser Erbe wird. Da schauen wir nochmal. Bei meiner Tätigkeit Oberhäuptling Rikul, bei meiner Tätigkeit am Hof von Oberhäuptling Arnfast, konnte ich keine Geheimnisse entdecken, die seine Gemahlin Oberhäuptling wieder haben. Allerdings müssen wir uns nicht zwangsläufig von der Wahrheit aufhalten lassen. Es wäre kinderleicht, einfach dafür zu sorgen, dass wieder plötzlich doch Geheimnisse hat, von denen die Welt nichts erfahren darf. Wer ist sie eigentlich? Die Oberhäuptling... Moment. Die wieder kümmert euch darum, Oberhäuptling. Wir kriegen gegen sie ein starkes Druckmittel. Da gibt es keinen Grund. Wir müssen irgendwie anderweitig suchen. So, unsere Armee ist jetzt hier. Wir werden mal so ein bisschen nachwandern. Und versuchen da mal... Wie viele Tage haben wir noch, diese Verschifftheitsgeschichte? Ein Tag noch. Okay, dann wollen wir uns die mal... Allen. Reval wird belagert. Alles klar. Wir ziehen hier jetzt mal in die Schlacht. Ich hoffe mal, dass wir die hier jetzt mal langsam kriegen. Jeder Winkel. Eine finstere Nacht kann die Schatten in den Gängen meiner Festung wahrlich zum Leben erwecken. Das gefühlte Risiko ungebetener Besucher steigt mit jedem unbewachten Winkel, den ich entdecke. Wenn ich allein schon derart viele Schwachstellen erkenne, dann stelle man sich nur vor, was mehrere Personen mit einer ähnlichen Sicht auf die Dinge erreichen könnten. Ja, wir sind arrogant, deswegen macht er das. Also meine Sicht der Dinge reicht. Verbesserte Verteidigung, das heißt Garnisonsgröße und Festungsstufe steigen. Also da er arrogant ist, nimmt er diesen Weg nicht. So, jetzt holen wir uns die mal. Torkel hat Oberhäuptling Yemifi den Kopf abgerissen. Nicht schlecht. Komplott aufgeflogen. Ja, fliegen halt ständig auf. Verflucht, ja. Wir gucken mal, ob wir trotzdem noch irgendwie was hinkriegen. Eine Fraktion gegen uns wurde geschaffen. Alles halb so wild. Was machen wir jetzt? Wir ziehen jetzt mal hoch natürlich. Und haben wir mittlerweile schon 70% Kriegsstand. Wird doch langsam mehr. Gibt es denn hier nicht irgendeine Stadt oder so, wo wir so mal entspannen können? Wir fahren mal hier hin. So. Und ein Quäntchen mehr hiervon würde ihm völlig das Bewusstsein rauben, erklärt Sophia, Gast und Mentor von uns. Okay. Unser Freiwilliger ist fast vollkommen neben sich. Sophia fängt an, die Flaschen zu verpacken. Ich befürchte, zu mehr ist unser Gast heute nicht mehr imstande. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil wir ein... Sadist sind, werden wir mal Nuradin weiter in die Mange nehmen. Warum er das jetzt geworden ist, ich weiß es nicht. Wir werden aber
auch mal weiter nach einem neuen Arzt suchen, wenn wir schon unseren Arzt hier... Oh, intrigant können wir jetzt werden. Ränkespiel plus 5, Komplottstärke für feindselige Komplotte plus 25, ihr Lieben. Das nehmen wir doch. Und unser König wird ein Folterer, weil er ja schon ein Sadist ist, ja? Deswegen gehen wir mal auf Schwerpunkt Folterer. Natürlicher Schrecken plus 30, Ränkespiel plus 2. Dann nehmen wir das doch mal. Neue Fraktion wurde gegen uns geschaffen. Bis jetzt alles noch harmlos. So, Druckmittel fungieren. So. Oberhäuptling Ahnfast hat offenbar etwas zu verbergen. Vielleicht ein glücklicher Zufall. Nun muss ich mir nichts ausdenken, um ihn in der Hand zu haben. So, jetzt muss ich nur noch wissen lassen, was ich weiß. Starkes Druckmittel. Fürs Erste für mich behalten. Oh, das ist etwas, von dem jeder erfahren sollte. Nee. Wir lassen es ihn mal wissen. Wir haben ein Druckmittel gegen ihn in der Hand. Und das werden wir dafür nutzen, dass er uns einfach das übergibt, ne? So. Das werden wir dann machen. Ich will aber natürlich vorerst auch diesen Krieg hier schon mal beenden. Seid gegrüßt, mein imposanter, Also er hat da nichts gefunden. Wir lassen das mal weg. So, ein Arzt. Haben wir hier was Feines? Nö, nicht wirklich. Wir haben hier aber gebildete Leute. Man könnte Azur nehmen, ne? Wir nehmen mal Azur als unseren Arzt. So. Wir werden jetzt, ich will mal ganz kurz schauen. Wir haben gegen ihn ein starkes Druckmittel. Gegen ihn auch. Er ist unser Freund, okay. Er ist ein Kind, deswegen kann er das nicht. Ich möchte nochmal, also wenn wir das hier auch geklärt haben, dann scheint es ja echt zu passen. Was ich jetzt nochmal machen muss, ist, hier mal irgendwie ein... irgendwas herausfinden, womit wir da Druck aufbauen können. Ich schick mal unseren Radspitzel dahin. So, wenn der nichts findet, dann werden wir weitermachen. Als weiteren Schritt müssen wir mal Folgendes machen. Und zwar, so, wir gehen mal in die Wahlen zum Hochkönigreich von Schweden. Da haben wir hier gewisse Leute. Ja, die nicht für unseren Sohn abstimmen. Und da gucke ich mal, wer so die höchsten Stimmanteile hat. 20 haben wir. Wir haben 20er. 39 haben wir. 34. Ja, 39 hört sich doch gut an. Der 39er ist her. Er. 5 Jahre lang können wir ihn dazu zwingen. Wir warten mal auch mal, dass Inge mal älter wird. Dass er mal ein Erwachsener wird. Und dann schauen wir weiter. Was aber von Vorteil... Oh, jetzt bin ich hier weggesprungen komplett. Was aber jetzt mal von Vorteil wäre, ist... Ja, hier haben wir schon Druckmittel. Norland passt auch. Also Schweden wäre ja damit echt sortiert einigermaßen. Man könnte natürlich hier mal hier beim... Oberhäuptling Wagen den zweiten mal gucken, ob man da irgendwie was herausfindet. Deswegen werde ich da mal einen Druckmittel fingieren. So, das mache ich folgenderweise. Druckmittel fingieren. 14 Monate dauert das. Sehr schön. Werden wir alles mal so Step by Step schön sortieren. Ärmland wird belagert. Wo ist das? Hier unten. Da fahren wir doch mal runter.
Da sind wir auch. Die werden jetzt wahrscheinlich versuchen zu fliehen. Wie lange dauert das hier noch? 5 Monate. Sehr schön. Unterversorgt sind wir. Wir gehen hier mal trotzdem rein. Wir haben sie erwischt. Sehr schön. Wir haben ihn gefangen genommen. Sehr schön. Ja, Forderung erzwingen. So. Die Königskrone muss er eh abgeben. Also, er kann nicht König von Estland sein, während er mein Vasall ist. Das geht nicht. So. Titel aberkennen. Königreich von Estland. Niemand nimmt mir das übel. Weil es halt nicht passt. So. Titel aberkennen. Kein König. Vorbei. Ist kein Munsü. Der hasst uns eh. Deswegen werde ich ihm jetzt auch mal Wüspi wegnehmen. Wir gelten dadurch nicht als Tyrann. So, Beziehungen. Da er unser Rivale ist, kommt er auch erstmal in den Kerker. Soll dort schmoren. Kann ich ihn foltern? Das schauen wir uns nochmal an. Da ist... Oh, wir haben echt viele Gefangene, ne? Im Kerker. Wer ist das hier eigentlich? Gefangener von euch. Das ist sein Sohn, ne? Der könnte aber für uns kämpfen, ne? Mhm. Der kann irgendwie nix. Wir könnten ihn natürlich auch hinrichten, ne? Jo, super. Das sind alles so seine Kinder, ne? Von meinem Rivalen. Im Hausarrest, im Hausarrest. So, sohntechnisch. Er wird hingerichtet. Oder wir foltern ihn. Wir haben aber auch irgendwie keine Anspannung, ne? Nee, haben wir nicht. Wir lassen ihn mal da drin erstmal und gucken uns mal den Rest an, ihr Lieben. Wir haben das ja jetzt gemacht. Frage wäre jetzt echt, wer kommt da hin? Also ich habe hier... also wir sind ja hier der König, ja. Unsere Kinder sind noch klein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel Freya... Ihr Ehemann ist ja zum Beispiel am Hof von... Aber da hat er überhaupt nichts. Ist auch kein... Er ist aber Erbe, ne? Olaf. Der Olaf kriegt nichts. So. Der Olaf kriegt nichts. Ihr Mann ist landlos. Lehnsherr. Savolainen. Wie sind die verheiratet? Nee. Kriegt nix. Schwager von euch. 16. IH Savolainen. Könnte man eventuell machen, muss aber nicht. Dann unser Bruder. Den könnte man da echt setzen. Prinzessin Radomira von Iland ist er verheiratet. Der wird jetzt mal hier, ja, zu weit entfernt ist er. Okay, den können wir anscheinend nichts Gutes tun. Dann sie hier, was macht ihr Mann? Sie sind matrilinear verheiratet. Ihr Mann ist landlos, ist ein Brahe. Ja, der wird dann, den kann ich... Nicht einladen, ne? Wird
nicht annehmen. Geht anscheinend nicht. Gut, dann gucken wir weiter. Beziehungen. Freunde. Sarah Thomasdotter ist unsere Freundin. Okay, sehr interessant. Kann ich sie verheiraten? Mit einem unserer Champions vielleicht? Ich guck mal Meinung von euch. Der Azur, ja? Sie nimmt das nicht an. Eigene Heirat von Sarah. Meinung von Sarah Kira über Azur. Okay, niedrige Geburt. Nimmt sie nicht an. Nee, irgendwie kommt das auch nicht in Frage. Jo, dann werden wir mal im Familienbaum mal weitergehen. So, ihr Lieben. Wir gucken uns mal die Dynastie an. Und, oder wir machen das sogar in der nächsten Folge. Ich sehe gerade, wie überziehen. Ja, ihr Lieben, der Krieg hier mit Estland ist vorbei. Die estnische Krone ist wieder bei uns. Gotland ist wieder unter schwedischer Herrschaft, also nicht unter einer estnischen Krone. Und wie wir das jetzt besetzen wollen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.